Die Verhandlungen über eine Neuauflage der Großen Koalition sollten eigentlich bis Sonntag abgeschlossen sein. Doch die Gespräche in Berlin könnten in die Verlängerung gehen. Von SPD-Seite heißt es, wichtig sei vor allem, dass es am Ende ein vernünftiges Ergebnis gebe. Ich würde Ihnen gerne sagen, dass das heute der letzte Verhandlungstag ist. Das werden wir aber im Verlauf des Tages sehen, ob es so ist. Die drei Parteien sind sich in den letzten Tagen in vielen Punkten einig geworden, auch näher gekommen. Aber es sind insbesondere in sozialpolitischen Fragen immer noch Themen zu diskutieren. Große Differenzen zwischen den Parteien gab es zuletzt noch in den Feldern Arbeitsmarkt, Gesundheit und Wohnungspolitik. Wir haben gestern gut vorgearbeitet, aber es gibt immer noch wichtige Punkte, die geklärt werden müssen. Und insofern gehe ich mit gutem Willen, aber natürlich auch mit einer gewissen Erwartung, dass noch schwere Verhandlungsstunden auf uns zukommen in die heutige Sitzung. Sollte es bis Sonntagabend keinen Durchbruch geben, haben sich Union und SPD den Montag und den Dienstag als Reservetage vorgehalten.